Hey ihr Lieben, schön, dass ihr auf mein Video geklickt habt. Warum mache ich jetzt so ein Video? Es geht um Folgendes, dass ich schon zu Suetons Cäsar-Biografie so ein Hörbuch gemacht habe, also einfach Sueton einmal vorgelesen. Und weil das ziemlich langwierig ist, habe ich mir gedacht, mache jetzt einfach zu alle von meinen Kaiserbiografien ein kurzes Erklärungsvideo. Kurz, je nachdem, was es so alles zu erzählen gibt über den jeweiligen Herrn. Falls ihr dazu gerne mal eine Serie oder so sehen wollt, empfehlen könnte ich Rome, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Da werde ich unten in der Infobox den Trailer einfach verlinken. Und was gibt's noch zu Cäsar? Ah ja, jetzt ganz aktuell ist rausgekommen, Netflix, The Roman Empire, Master of Rome. Das ist die zweite Staffel von dieser Serie. In der ersten ist es um Commodus gegangen und jetzt in der Staffel geht es eben um Cäsar. Ist eigentlich auch ganz cool gemacht, hat nur 5 Episoden, also... Wenn ihr wollt, schaut mal da rein. Ich werde unten auch was verlinken. Ich habe jetzt keinen Trailer gefunden, aber ein Review. Dann könnt ihr euch das ja mal anschauen, wenn es euch interessiert. Aber zurück zu Sueton. Los geht's! Cäsar ist am 13. Juli 100 vor Christus geboren. Das wird allerdings bei Sueton gar nicht erwähnt. Der startet nämlich sein erstes Kapitel damit, dass Cäsar 16 Jahre alt ist und sein Vater ist gerade verstorben. Sueton schreibt dann, dass er sich im Jahr darauf, 84 vor Christus, von seiner Frau Cossutia getrennt hat. Und dafür Cornelia heiratet, die Tochter von Cinna. Mit dieser Cornelia hat er dann auch eine Tochter, die Julia. Aber Cinna und Sulla, die beiden Machthaber damals, die waren ja verfeindet. Und weil Cäsar sich jetzt quasi an Cinna angenähert hat, verbannt ihn Sulla aus der Stadt. Es wird ihm auch seine Priesterschaft, der Flamendialis, genommen. Und natürlich verliert er halt auch sein Vermögen, nämlich die Mitgift von seiner ersten Frau. Er muss dann eben aus Rom fliehen, aber... Aufgrund von Bittgesuchen seiner Bekannten und Freunde wird er dann zumindest begnadigt von Sulla. In den nächsten Kapiteln wird dann von den ersten Kriegserfolgen Cäsars berichtet. Er war nämlich in Asien und dann auch noch in Kilikien. Während diesen Kriegsdiensten erringt er schon einen guten Ruf. Und als dann während seines Kilikien-Feldzuges Sulla stirbt, kommt er zurück nach Rom. Davor wird jetzt allerdings noch berichtet, dass er im Jahr 75-74 vor Christus auf der Überfahrt nach Rhodos von Seeräubern gefangen genommen wird. Er bleibt dann 40 Tage bei diesen Seeräubern und die verlangen ihm 40 Talente Lösegeld, was er ihnen auch gibt, aber dann lässt er sie gleich verfolgen und auch hinrichten. Im Jahr 69-68 vor Christus wird er dann Quästor und in dem Jahr stirbt auch seine Frau Cornelia und deswegen heiratet er dann Pompeia, die Tochter des Quintus Pompeius und die Enkelin von Sulla. Von der lässt er sich allerdings später dann scheiden, wegen Verdachts auf Ehebruch. Als Quästor kommt er dann in die Provinz Hispanien, wo er dann bei Gades anscheinend so eine Alexander-Statue entdeckt, also von Alexander dem Großen. Und dann denkt er sich so, boah, was der Alexander in seinen jungen Jahren eigentlich schon alles erreicht hat und ich habe noch nichts erreicht. Und deswegen fordert er seine Entlassung aus seiner Stellung und von dieser Provinz, weil er Heldentaten vollbringen will, wie Alexander. Und anscheinend hat er da eben auch so einen Traum gehabt, dass er mit seiner Mutter Sex hat. Und das deuten die Seher dann so, dass es quasi die Mutter Erde ist, die er überwältigt. Und das ist halt quasi schon der Vorbote, dass Cäsar ziemlich viel erobern wird und sehr mächtig werden wird. In den folgenden Jahren wird er dann zum Ädil, wo er sich dann die Volksgunst sichert. Also er ist dann ziemlich beliebt beim Volk und das bleibt er auch bis zu seinem Tod. Dann wird er auch Pontifex Maximus und dann schließlich auch Prätor. Und in diese Zeit fällt dann auch 63 vor Christus die Aufdeckung der katilinarischen Verschwörung, die wir ja vor allem von Cicero kennen. Und da habe ich eh schon überlegt, ob ich die katilinarischen Reden mal vertonen soll. Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare oder irgendwie per Nachricht oder so, ob ihr das haben möchtet, weil mir würde es schon sehr interessieren, diese Reden. Jedenfalls... Cäsar setzt sich dann dafür ein, dass die Verschwörer nicht hingerichtet werden, sondern eben nur bestraft, verbannt etc. In der Folge bewirkt er dann die Aussöhnung zwischen Crassus und Pompeius. Das sind damals die mächtigsten Männer ihrer Zeit, das sind beides Konsuln und die bilden dann zu dritt eben dieses erste Triumvirat, die Drei-Männer-Herrschaft, die allerdings von Varro als dreiköpfiges Monster bezeichnet wird. Infolgedessen wird Cäsar im Jahr 59 vor Christus dann zum Konsul, und zwar gemeinsam mit Bibulus, wobei von diesem Bibulus nicht viel zu hören ist, außer dass eigentlich Cäsar alles macht und auch die Anerkennung für alles bekommt. Und da gibt es eben diesen Ausspruch, nicht unter Bibulus, nein, es geschah unter Cäsar. Denn unter Bibulus ist nichts, was ich wüsste, geschehen.
Schließlich heiratet er Calpurnia, die Tochter des Lucius Piso, und er vermählt seine Tochter Julia mit Pompeius, um eben die Beziehungen zu stärken. Jetzt ist es so, dass sein Konsulat zu Ende ist und er hat einige seiner Beschlüsse, die er eben da durchgebracht hat, nicht sehr legal erwirkt und die Nachfolger wollen ihn jetzt dafür drankriegen. Als Privatmann ist er nämlich angreifbar, da kann er angeklagt werden und deswegen, eben um nicht angeklagt zu werden, schafft das, dass er ungewöhnlich lange, nämlich für 5 Jahre, Prokonsul von Gallien und Illyrien wird. Und dann bleibt er eh nur ein bisschen länger, also 9 Jahre kämpft er dann eigentlich in diesen Gebieten und erwirbt sich eben ziemlichen Ruhm. Er wird fast nie geschlagen, er wird ziemlich mächtig und das sorgt dann natürlich in Rom für Aufsehen. Was hat er da dann alles für aufsehenerregende Taten? Also erstens einmal lässt er eine Brücke über den Rhein bauen, um dann die jenseitigen Germanen angreifen zu können und das ist erstmalig in der römischen Geschichte. Und dann fährt er nach Britannien, 2-mal geht er da in dieses fremde Gebiet und dringt bis zur Themse vor. Und dann ist ja so, dass er ganz Gallien unterwirft. Und daher kommen ja jetzt auch diese ganzen Geschichten mit Asterix. Denn es war so, dass diese barbarischen Stämme leicht oder relativ leicht besiegt werden konnten, weil sie nicht zusammengehalten haben. Das ist erst unter dem Fürsten Vercingetorix passiert. 52 vor Christus sammelt er eben alle möglichen Stämme und kämpft gegen die Römer und erringt auch Siege. Aber dann schließlich verschanzt er sich in Alesia. Und Caesar baut einen Wall um die Stadt und schneidet somit die Kämpfer von der Nahrungsmittelversorgung ab und dann ergibt sich Vercingetorix. Aber ich glaube 6 Jahre später genau, da wird dann Vercingetorix auf so einen Triumphzug mitgeschleift nach Rom und dann hingerichtet. In diesen Jahren passiert dann aber auch Folgendes, dass die Tochter von Caesar stirbt, also Julia. Crassus stirbt auch, der hat nämlich einen Partherfeldzug begonnen und im Jahr 53 vor Christus stirbt er dann auf diesem Feldzug. Und Caesar, um seine Macht jetzt zu stärken, möchte sich in Abwesenheit, also er ist ja immer noch in Gallien, möchte er sich um das Konsulat bewerben, aber die Leute im Senat blockieren ihn, sie wollen das nicht. Und auch Pompeius setzt sich jetzt nicht mehr für Caesar ein. Und jetzt kommt es zu dem Ereignis, das den Bürgerkrieg dann auslöst, denn Caesar marschiert jetzt mit seinen Truppen gegen Italien. Und eigentlich hat der Senat verboten, dass militärische Truppen nach Italien rüberkommen dürfen. Und Caesar widersetzt sich dem. Er bleibt am Rubikon, am Grenzfluss zwischen eben Italien und seiner Provinz Gallia Cisalpina stehen, überlegt angeblich kurz laut Suaton, aber dann spricht er eben die berühmten Worte Alea jacta est, die Würfel sind gefallen und überschreitet den Rubikon am 10. Jänner 49 vor Christus mit der 13. Legion, die 5000 Mann stark war. Und damit beginnt jetzt eben dieser Bürgerkrieg, der von 49 vor Christus bis 45 vor Christus andauert. Jetzt ist es so, dass Pompeius und auch die Senatoren begreifen, oje, jetzt kommt da der Caesar daher mit seinen Truppen, er hat bis jetzt noch keine große Niederlage errungen und er wird Rom einnehmen und dann wären sie quasi dran. Pompeius hat von seinen Ostfeldzügen dann noch ziemlich viele Verbündete eben im Osten, im griechischen Osten und er denkt sich, er holt jetzt einfach Verstärkung und möchte dann nach Griechenland übersetzen und deswegen geht er mit den Caesar-feindlichen Senatoren nach Brundisium hinunter zum Hafen und Caesar weiß, was er vorhat und in einem richtigen Gewaltmarsch kommt Caesar mit seinen Truppen da hinterher durch ganz Italien, aber sie verpassen Pompeius eben knapp und Pompeius segelt hinüber nach Griechenland. Caesar kann er nicht sofort übersetzen, weil er eben noch Schiffe bauen muss, er hat keine Schiffe, geht dann kurz nach Rom, auch nach Spanien, da kämpft er noch kurz und dann setzt er aber über, kommt nach Griechenland und belagert dann Pompeius 4 Monate lang. Und dann kommt es schließlich zur Schlacht bei Pharsalos, 48 vor Christus, und da schlägt Caesar das Heer des Pompeius. Pompeius gelingt es zu fliehen, er flieht nach Ägypten und dort wird er aber vom Pharao König Ptolemaios den 13. ermordet. Caesar kommt dann nach, ist dann auch in Ägypten, ihm wird dieser Kopf des Feindes vorgelegt und er lässt dann aber quasi milde walten. Anscheinend war er ganz zerstört, weil das ja sein alter Freund war und er lässt dann den Körper des Pompeius mit allen Ehren noch bestatten. In Ägypten ist es ja so, dass es zu der Zeit einen Krieg eben gibt zwischen dem Ptolemaios den 13. und seiner Schwester Kleopatra der 7. Und Caesar setzt sich da für Kleopatra ein. Ptolemaios der 13. ertrinkt dann bei einer Flucht, also er flieht und ertrinkt im Nil.
Und dann kommt es ja zu dieser ganz berühmten Liebesgeschichte zwischen Cäsar und Kleopatra, auf die ich jetzt nicht im Genauen eingehen möchte. Aber auf jeden Fall bekommen die beiden ein Kind, Ptolemaios Kaisarion. Genau so heißt er. In der Folgezeit erringt Cäsar dann noch ziemlich viele Siege, also auch in Afrika. Und er kehrt dann nach Rom zurück und hat dann 5 Triumphzüge. Und anscheinend lässt er bei diesen Triumphzügen eine Inschrift vor sich hertragen, auf der Veni, Vidi, Vici steht: Ich kam, sah und siegte. Und das bezieht sich anscheinend auf seinen Feldzug gegen Pharnakes II. Von Pontus, wo er anscheinend so schnell diesen Krieg geschlagen hat, dass er eben diesen Spruch dann für sich genommen hat. Im Folgenden beschreibt dann Sueton die ganzen Reformen, die Leges Juliae, die Cäsar dann eingeführt hat, als er dann quasi der Alleinherrscher war, denn es gibt ja jetzt eigentlich niemanden. Pompeius ist tot. Jetzt ist er der Diktator. Und er reformiert alles Mögliche. Er führt den Kalender, den wir heute noch benutzen, den führt er ein mit 365 Kalendertagen und alle 4 Jahre gibt es dann einen Schalttag. Wobei, damals hat er es so aufgeteilt, dass es 15 Monate gibt. Mit der Diktatur ist es ja so, dass das in Rom immer dann eingeführt worden ist, wenn Krisenzeiten waren. In einer Notsituation wurde ein Diktator bestimmt, der alleine herrschen kann, aber eben nur für begrenzte Zeit. Cäsar macht sich aber 44 vor Christus zum Diktator perpetuus. Und da haben jetzt die Senatoren eben die Gefahr gesehen, dass er die Republik umstürzen will und sich selber zum König erheben möchte. Und deswegen haben sie den Plan gefasst, ihn zu ermorden. Sueton unterbricht hier jetzt aber wieder, das macht er immer wieder. Sobald es quasi zum Tod des Herrschers kommt, fängt Sueton dann plötzlich an, alles Mögliche noch zu erzählen. Und so ist es hier auch. Er erzählt über den Charakter des Cäsars, sein Aussehen. Cäsar bedeutet ja übrigens der Lockige, aber anscheinend hat er ziemlich früh eine Glatze gehabt und überhaupt keine lockigen Haare. Und was erzählt der Sueton dann noch so? Dass der Cäsar unter Epilepsie gelitten hat und 2-mal ist er anscheinend bei öffentlichen Versammlungen zusammengebrochen. Dann schreibt er, dass er ziemlich viele Liebesabenteuer gehabt hat, der Cäsar. Und natürlich darf man ja nicht vergessen, dass der Cäsar selber Schriften aufgesetzt hat. Zum Beispiel über den Gallischen Krieg und über den Bürgerkrieg gegen Pompeius. Und dann schreibt Sueton, dass es da noch 3 andere Schriften gibt, nämlich über den Alexandrinischen, den Ägyptischen und den Afrikanischen Krieg. Da ist der Verfasser aber unsicher. Und Sueton schreibt auch noch, dass Cicero über diese Denkwürdigkeiten gesagt hat, dass die halt ganz super wären. Das hat er ganz super geschrieben, der Cäsar. Das ist nämlich einfach, korrekt und anmutig. Jetzt kommt Sueton aber wieder auf den Machtmissbrauch zurück. Und zwar sagt er eben, dass der Cäsar sich immer wieder hat zum Konsul wählen lassen, dass er eben Diktator war, dass er den Vornamen Imperator angenommen hat und dass er auch den Beinamen Pater Patriae, also Vater des Vaterlandes, sich zugelegt hat. Dann beschreibt er Sueton, wie das zu der Verschwörung gekommen ist. Nämlich hätten 60 Senatsmitglieder ihn mit 23 Dolchstichen umgebracht. Die Anführer waren Gaius Cassius und Decimus und Marcus Brutus. Und Sueton sagt schon, dass der Cäsar keinen Hauch nur von sich gegeben hätte, als er erstochen worden ist. Aber er beschreibt, dass manche behaupten, er hätte dann ja eben, als er den Brutus gesehen hätte, der auf ihn einsticht, noch die Worte gesagt: Auch du, mein Sohn. Wobei man geht eh davon aus, wenn jetzt jemand da so mit 23 Stichen angegriffen wird, dass der dann nichts mehr sagen kann. Cicero, der übrigens an dieser Tat nicht beteiligt war, merkt dann aber an, dass dies ein gerechtes Ende eines Tyrannen gewesen wäre. Allerdings war es so, das schreibt Sueton auch immer wieder, dass es schon Vorzeichen gegeben hätte für den Mord, dass die Frau des Cäsar das irgendwie schon geträumt hätte und als er dann unterwegs war, hätte der Seher Spurinna ihn gewarnt vor den Iden des März. Und als Cäsar dann eben am 15. März 44 vor Christus, als eben dieser Mord geschehen ist, auf dem Weg in die Kurie war, das ist ja in der Kurie passiert, hätte er diesen Spurinna wieder getroffen und hätte dann so spöttisch zu ihm gesagt: Siehst du, Spurinna, die Iden des März sind gekommen, aber noch nichts ist passiert. Und dann hätte der Spurinna gesagt: Die Iden des März sind gekommen, aber sie sind noch nicht vorbei. Jedenfalls beschreibt dann Sueton, dass Cäsar am Marsfeld dann verbrannt worden ist. Und er beschreibt dann auch noch, was im Testament von Cäsar steht, nämlich dass sein Adoptivsohn Gaius Octavianus, dass der zu 3/4 zu seinem Erbe eben eingesetzt worden ist. Allerdings schreibt er, dass viele von seinen Mördern Vormünder des Octavian sein sollten. Und er vererbt auch dem Volk einiges. Und zwar
Gartenanlagen am Tiber und 300 Sesterzen. Und das Volk war ziemlich aufgebracht über den Tod des Cäsar und sie sind dann auch eben gegen die Mörder vorgegangen. Und deswegen hatten Octavian und auch der gute Freund von Cäsar, Marc Anton, genug Unterstützung, dass sie dann die Cäsarenmörder verfolgt haben und diese schließlich auch dann alle umgebracht haben, beziehungsweise teilweise haben die auch Selbstmord begangen. Es endet dann damit, dass der Suetonius jetzt nochmal zusammenfasst. Cäsar war bei seinem Tod 56 Jahre alt und er wurde dann divinisiert. Er wurde unter die Götter erhoben von seinem Nachfolger Augustus eben, oder zu diesem Zeitpunkt ja noch Octavian genannt. Und man hätte dann bei den Feierlichkeiten 7 Tage lang einen Kometen gesehen, der da über den Himmel fliegt. Und das haben die Leute halt gedeutet, dass das die Seele Cäsar ist, die eben zum Himmel aufsteigt. So ihr Lieben, das war's. Eine kurze Zusammenfassung zu Suetons Cäsar-Biografie. Vielleicht mache ich dann nochmal eine von Plutarch, weil ich habe schon mal diese Parallelbiografien von Plutarch angefangen und da habe ich Romulus gemacht und Alexander den Großen, und Alexander der Große, der wird eben Cäsar gegenübergestellt, weil da wird ja immer ein Grieche einem Römer gegenübergestellt, und vielleicht tue ich das mal rein und könnt ihr mal vergleichen, diese verschiedenen Angaben von Sueton und eben Plutarch, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ihr wissen wollt, wie es dann weitergegangen ist nach dem Tod Cäsars, dann habe ich dazu auch noch eine Augustus-Biografie hochgeladen, auch von Sueton, und da werde ich dann auch noch ein Erklärungsvideo dazu machen. Ansonsten, wenn ihr jetzt interessiert seid und Suetons Worten lauschen wollt, dann geht's doch zu diesem Cäsar-Hörbuch, was ich gemacht habe. Ich werde es auch verlinken auf jeden Fall. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was ich sonst noch hochlade, dann bitte lasst mal ein Abo da. Und war super, wenn es mir natürlich auch ein Like geben würdet. Gut, dann bis nächste Woche. Ihr Lieben, macht's es gut und ciao, ciao.